Da sind wir wieder. Anscheinend ist es gerade wieder flüssig. Ja, der Knaller, ich sag's euch. Ging gerade ca. 34 Minuten in der Warteschleife. Komm durch. Da hat sich dieser Gerald oder wie der Pimmelkopf auch hieß, gemeldet. Wie äußert sich denn die Störung? Ich leg los, was passiert? Er legt auf. Ich meine, holy shit, einfach. Inzwischen geht's Netz wieder. Das ist so. Nur mal vorteilhaft. Aber holy shit, wie kann der im Kundenservice einfach auflegen? Vor allem baitet er einen noch und legt auf. Ich meine, irgendwo ist auch Ende, oder? Ich komme nicht drauf klar. So, wir haben die Brennerei gefunden und machen, wie gesagt, weiter. Hab doch gesagt, ich höre einen Riesen oder so, Mann. Zyklop. Haben Zyklop nicht nur ein Auge? Warum hatten der zwei? Alter, der brennt ja immer noch. Ist so gut wie tot. Ich glaube, Zyklopen mögen kein Feuer, ja? Fuck you. Cyclops won't bother me anymore. I can look around peacefully now. Hat Geralt aber gerade geschickt kombiniert, ja. Oh, Alter, ich komme nicht drauf klar. Einfach aufgelegt. Als wenn hier so ein Riesen-Oger wohnt und das ganze Hütchen hier noch so voll frisch ist. Verdammt, die Bestie war schon wieder da. Sie weigerte sich zu gehen, bis ich Schnaps in die Schale gefüllt hatte. Bis zum Rand. Sie trank alles mit einem Schlürfen aus und verschwand. Es ist noch keine Woche vergangen und sie ist schon wieder da. Ich habe Steine geworfen, um sie zu verjagen. Da hat sie Steine zurückgeworfen und mir dabei drei Rippen gebrochen. Sie heulte und schrie, bis ich ihr was gegeben habe. Bin mein Kassenbuch durchgegangen. Die verdammte Bessie hat mich die Hälfte meine, hat die Hälfte meines Vorrats getrunken. Von mir bekommt sie keinen Tropfen mehr. Es ist wohl an der Zeit, einen Hexer zu rufen. Grünschimmel, Alter. Voll geil. Oh, wir sollen jetzt Alkohol mixen. Wir resetten nochmal. Okay, der resettet automatisch der Hebel. Wir machen jetzt voll den Moonshine hier. Got lucky. Bit of mash left. Da drin was übersehen? Distilling recipes. Parchment's a little faded, but legible. Dorf, ich gebe dir eine letzte Chance. Du machst jetzt entweder alles richtig oder es ist Schluss mit deiner Ausbildung und du kannst deine Sachen packen. Hier sind deine Anweisungen. Lies sie zweimal, damit sie den ganzen Weg bis in dein trübes Hirn schaffen. Fülle die Maische in den Verdampfer. Zünde das Feuer unter dem Verdampfer an. Kühle den Verflüssiger. Erst den rechten Hebel, dann den linken. Nicht andersherum. Ist das so schwer? Nein. Die Antwort ist nein. Also mach dich an die Arbeit. Dark Fit PS. Wirf das schlechte Malz nicht hinter die Brennerei, sondern in den Fluss. Sonst kriegt noch jemand Wind davon und kommt nachsehen. Maische, Verdampfer. Verdampfer, Feuer, rechts, links. So, wie fülle ich das denn da rein, Mann? Das Feuer, ich nehme an, da oben, ja. Nicht da oben. Aber da oben gibt es doch noch was.
geht's denn da lang? Was geht mit Geralt? Da oben ist voller Secret Loot, den will ich. Von mir könnt ihr nichts verstecken, ihr Pümmel. Ich denke mal, hier kann ich nichts machen. Okay. Ja, wir müssen eigentlich nur das Ding finden, wo die Meiche reinkommt. Aber das stellt sich schon als schwieriger heraus als gedacht. Ich meine, da oben zeigt er eh an. Metal's tarnished, dust everywhere. Doesn't seem to be broken, though. Here's where the mash goes, probably. Done. Now to boil the mash. Jetzt geht's los hier. Mach! Wow, wow. Turns out I'm quite the distiller. Gelliges Schnaps. Easy, Mann. Genauso einfach geht das IRL. Boah, ich komme nicht über diesen Wichser hinweg. Echt so. Wie äußert sich denn die Störung? Wirklich, ich fange an zu reden. Beep, beep, beep. Der hat sich schon so angehört, als wenn er gar keinen Bock gehabt hätte. Ich habe diese halbe Stunde so halb am Ohr gehangen. Dachte mir, boah, derjenige, der mich jetzt dran hat, da ist so viel los, der ist bestimmt voll abgefuckt. Aber das war so das Sahnehäubchen so. Ach, fuck it. Legt auf. Holy shit. Schon wieder auf den Sack hier. Ja, Zero hat sich wieder geoutet. Er benutzt das schwule deutsche Twitcher. Erinnert mich daran, wie früher in der 10. Klasse Klassenkameraden behauptet haben, wenn du bei einem Proxy YouTube-Videos guckst, dann ist die Musikqualität viel besser. Holy shit, Mann. Kann mir einer sagen, warum Quent gerade durchbrochen wurde? Oh, fuck, ey. Ich frag mich, wann der dreckige Mikrofonständer ankommt und ob er direkt ohne den Adapter, den ich noch bestellt habe, passt. Heute waren Kackkinder im Bus. Das eine Mädchen hat dem Jungen dauernd ins Gesicht gespuckt. Tana, Alter, wo wohnst du? Spasthausen?
Enough of that shit. Ingolstadt. Okay, jetzt weiß ich, wo ich nicht hingehen sollte, weil dort nur Pümmelgesichter wohnen. Auf jeden Fall bald, wenn die erwachsen sind und sich reproduziert haben. Yo, ich will mein Praktikum anfangen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt und ich habe mich noch nie in meinem Leben auf ein Praktikum gefreut. Ein Praktika, voll unnütz. Hat mir nie geholfen bei der Berufsentscheidung. Did everything you asked. Phenomenal, my boy. So, Fridtjof, shall we begin? The sooner the better. We've a long... Die wollen nur saufen die ganze Nacht. The ritual is only for members of the inner circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage come morn. Die sind nur am saufen. Will you finally tell me what the ritual's about? Nein, nein. No one likes a meddler. Suffice to say, it's a burning matter now. Shout! Die sind sturzbesoffen gleich. We must have another. That's good stuff. Aye, as the base from Moss Gordon and Spirit from Hale Hell. Good times, Fridtjof. Good times. Finally, something other than damn potions and transmutations. Guess the ritual's not over yet. Gerd, I thought I told you to stay outside. Only druids in the inner circle. Circle, smirkle. Let the boy have some fun. He's earned it. Fine. Pour yourselves on. Gerd. Let the lessons begin. Drink hard and study hard. I like the idea. Yeah. I call it stimulation and assimilation. First you stimulate, and then you assimilate. I shut down. Let's start with ingesting toxins. Best approach, practice makes perfect. Mm-hmm. I've practiced a lot already. Good thing. I'll make learning my secret method easier. Look, you take the potion like this, and gulp. Who said old age is a burden? Du Schwefler halten. Fünf Alkohol. Ja gut, wir haben Zutaten bekommen. Wurf. Anfaser. Der Peter. Das ist eigentlich nicht so gut. Anfaser ist überhaupt nicht selten. Warum habe ich so einen Scheiß bekommen? Kriegt eine alten Säcke. Aber wir haben doch schon eine ganze Menge inzwischen. Wir können schon ein Überlegenes machen. Holy shit, sage ich. Holy fucking fucklord shit. Humanoide und Bestie. 50%. Warum nicht? Das ist eigentlich cool, ja.
Alter, warum haben wir das noch nicht? Ja, werden wir später benutzen. Hier hat ein Kind ins Gesicht gespuckt. Nach dem Mädchen. Ne, das Mädchen dem Jungen, so. Warum will ich eigentlich schon weg? Ja, wir haben noch ein paar Quests hier. Ah, die Sägemühle, ja, da waren wir ja eben schon. Ist ja nicht weit. Oh fuck, es schneit schon wieder. Pusteblume. So, mit dem Loot. Interesting. Was denn? Ah. Die Druiden sind auf dem Kriegspfad. Nach ihren Worten folgen nun Taten. Jeden Morgen, wenn wir zur Mühle kommen, finden wir mehr beschädigte und zerstörte Ausrüstungsgegenstände. Letzte Nacht hat jemand eine Axt in Wills Tür geschmissen. Die Leute haben Angst. Ich werde ein letztes Mal mit den Druiden sprechen. Dies muss ein Ende haben. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was hier abgegangen ist. Sägemühle, im Wald abgeholzt. Die Druiden sind abgegangen und haben hier alle getötet. Human bones. Guess they're all that's left of the lumberjacks. Ich habe auf jeden Fall einen Gegner gehört. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, dass diese Angriffe und Unfälle unser Werk sind. Kein Druide hat je die Hand gegen euch erhoben und niemand von uns will euch Übles. Unsere Berufung besteht in Sorge um die Natur, aber nicht auf Kosten von Menschenleben. Menschen sind schließlich ebenfalls Teil der Natur. Es ist nicht gestattet, ihnen absichtlich zu schaden. Beachtet ihr doch, dass die Natur ihre eigenen Gesetze hat. Wenn sie euch wissen lässt, dass ihr hier nicht willkommen seid, dann wäre es weise von euch, eure Holzfällerei zu beenden. Zu eurem Besten und zum Besten des Waldes. Waldschrat. Jo, Waldimor. Nein. Böse. So. Ging schnell. So, traurige Geschichte. Wir stehen zwar alle auf Happy Ends, aber machen wir. Aber später erst. Erstmal die Brüder. Ne, das ist eine traurige Geschichte. Okay. Alles klar. Oh, Babe. Jetzt geht's ab. Jetzt wird... Oh ne, wir müssen in die Richtung. Wollte jetzt voll runtersliden. Die Amis sollten aber auch wesentlich besseres Netz als wir haben. Ich weiß nicht, wie die Preise da sind. Würde es mich auf jeden Fall damit überraschen. Vor allem allein, dass du lesen kannst, Jo. Wow. Deine Mom sitzt die ganze Zeit neben dir und sagt, was wir schreiben. Ich glaube nicht, dass ich hier lebend runterkomme, aber... Wow! Holy shit! Das ist wie Snowboarden, nur ohne Snowboard.
Aber ich glaube, wir sind am Ziel vorbeigeschossen. Geiler Stil, Alter. Was ist da los? $81 für 200k. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja schon minder bemittelt. Habe ich irgendwie einen Skill, womit ich durch Schnee stampfen kann, wie so ein Gott? Ich habe das Gefühl, die Großbartbrüder liegen da irgendwo unterm Schnee und ich darf die suchen, ja? Hast du aber jetzt tief in die Spruchkiste gegriffen. Passt doch zu den Amis. Boah, ist das scheiße, man kommt da einfach nicht hoch. Hallo, ich will einen Schnellreisepunkt. Boah, muss das kalt sein. Oh, fuck. Es ist ja jetzt schon morgens verdammt kalt, aber das hier krönt's ja mal wieder. Was sind für euch so typische Hundenamen? Euch fällt da bestimmt einer ein, außer Zero. Natürlich, weil Zero ein Katzenmensch ist. Rex, Bello. Das sieht aus, als kann man hier gut hoch, aber man kommt hier nicht gut hoch. Ich finde Bruto ist so ein Hundename. Ist das für Hundename? Eindeutig Mr. Waffles, aber ich denke, das steht außer Frage. Boah, die Musik kotzt mich gerade an. Ich habe letztens auch gesagt, die ist so gut. Aber jetzt hier durchkuppeln, während man versucht an Land und zum Schnellreisepunkt zu kommen, passt überhaupt nicht. Gehen aber ganz schön ab, die Ertrunkenen hier. Das ist ein Massengrab. Zero, Alter. Wie kann man so rumheulen? Lade. Nein. Gibt dir bestimmt sofort einen Schnellreisepunkt. Oder auch nicht. Ah, wir kommen da schon wieder rauf. Ich weiß gar nicht, warum du dir so Sorgen machst. Zeit sparen. Wir haben noch alle Zeit der Welt, bis das Internet wieder weg ist. Aber jetzt wirklich, die Werte sind wieder perfekt. Als wenn der Typ da mit dem Auflegen so einen Schalter umgelegt hätte.
So, irgendjemand hat um den zu trollen auf Arschloch-Internet gestellt. Ich leg den Schalter eben um, aber ich leg sofort auf. Alter, jetzt sag mir, wofür hätte ich laden sollen? Wir sind schon wieder auf dem Berg, Mann. Wir sind schon wieder über den Berg. Alles geplant. Ich wollte nur ein bisschen Show machen. Nein, 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 nein. Fuck it. Damn Glitches. Wir brauchen mehr mega krasse Rollen. Ich komme da schon noch hoch. Das hat schon in WoW damals immer geklappt. Das klappt auch in Witcher, davon bin ich überzeugt. Mein Gott, Geralt, echt? Really? Holy shit! Das war die Rache des Glitches. Easy boys, easy loot. Easy level, easy life. Mein Gott. Seht ihr, wie einfach das ist? Man muss nur die Geduld haben. Boah, war das einfach. Der hat uns nur 10 Minuten gekostet. Ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist. Ihr seid so zicken. So, und gleich laden wir das Spiel. Ich glaube, wir werden sie dort unten auf der Anhöhe finden. Das sieht so aus, als wäre da was Totes, oder ein Busch. Looks like rain. Jetzt echt Regen. Mein Gott, sag mal, wo muss ich denn da hin? His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman.
Nachher noch eine Runde SC2 oder ME anfangen? ME nehme ich auf, wenn ihr nicht da seid und wenn ich das den Mikrofonstand habe. Sag mal, wo soll ich den nach den zwei Schlampen suchen, meine Fresse? Ich höre euch, die sind da oben irgendwo auf dem Berg. Ich bitte dich, wir haben doch vor kurzem erst fucking Mass Effect 1 bis 3 gespielt. Wir machen jetzt nicht schon wieder Mass Effect im Stream. Wir machen erstmal den gerusselten Witcher jetzt fertig. Weil ich wäre auch gerusselt, weil ich 100-mal den Berg runterreiten muss. Sollte ich jemals müde werden, über Geralt von Rivia zu schreiben, sollte ich die Geschichte von Dengefred und zu Papier bringen, einem reisenden Kopfgeldjäger. Geralt traf diesen außergewöhnlichen Mann auf Skellige, wo er Jagd auf die berüchtigte Großbadbrüder machte. Freds Information zufolge gingen sie gerade einem ruchlosen Geschäft im südlichen Teil der Insel Skellig nach. Alles klar, Geralt. Wird immer alberner. Das ist jetzt so ziemlich genau, wo ich eben hin wollte. Ah, klar, alles gut. Boah, kann mir. Hat einer von euch diese Quest gemacht? Kann mir jemand sagen, ob ich da überhaupt richtig bin? Es kackt mich so an, diesen scheiß Berg runterzureiten. Wow. Das Ding ist, rechts komme ich über den Berg wunderbar runter, nur links nicht. Rechts habe ich alles geprüft, nur links nicht. Nein! Wir machen es anders. Wir machen es auf die less retarded Weise. Die Frage ist, ob es rendert.
Fick dich, Spiel, echt. Ist ja wegen sowas, genau wegen sowas, ist Nvidia Ansel fucking 360 genial. Abuse, ja okay Zero, ich kann doch noch eine Stunde da oben rumrennen, was hältst du davon? Boah, dieses Spiel! Ich hätte mit dem Schiff kommen sollen. Ohne den Berg. Okay, wir machen jetzt den Snowboard Geralt Kack Mega Wix Move, wo das Spiel gar nichts mehr machen kann. Warm, Junge! Kurze Bremse! Wow, 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 wow! Oh, seht ihr das? Oh yeah, abgerollt! Oh fuck! Wir nehmen diesmal den Beginner-Pass hier. Oh fuck, man. Oh fuck. Wow, Baum. Wow, noch ein Baum. Wow, durch die Mitte. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, wie fucking kalt das hier sein muss. Sieht das Wasser nicht so ekelhaft milchig aus, ja? Von oben guckt, ist das voll eklig. Das sieht aus, als würde ich im Comic-Wasser schwimmen. Ein Schnellreisepunkt, ja? Grotte. Fick dich, Spiel. Wären wir eben links lang gesprungen, hätten wir das ganze Problem nicht gehabt? Niemals! Cool, wie schnell man hier sprinten kann. Ah, ich bin überladen. Oh, wo ist das ganze Zeug hin, Mann? Hornblatt, Mann. Das klingt schon very useful. Überlegener Waldkauz. Verbesserter Donner. Wenn ich jetzt noch verbesserten Waldkauz hätte. Wobei verbesserten Waldkauz, da fehlen mir glaube ich nur die Zutaten zu. Ja. Immer noch Krabbspinnengift. Verbesserter Donner. Hab ich. Den nächsten Wege. We meet again. So, you change your mind. Wanna hunt the Rossbart brothers with me? Easy coin for you. Ah. Yeah, we can hunt them together. Grand. Let's get going then. I've picked up their trail. They shouldn't be far. Fucking Drachen, Alter. Es gibt nichts, was in dem Spiel mehr genervt hat. Vielen Dank fürs Followen, Momox, ja. Hast ja noch ein bisschen was vor dir. Ja, jetzt laufe ich hier durch, ohne zu gucken, was es für Loot gibt. Das ist natürlich immer gut. Was versteckt ihr denn hier oben? Hab ich's doch gewusst. Eine Rehhaut. Aber überlegen, das Geisteröl, das ist gut. Kann man nicht meckern. Oh nein, wir müssen den wirklich beschützen. Muss das sein. Aua. Ah, das sind Triples. Ich dachte, das wären Brüder im Sinne von zwei. Machen wir erstmal alle Zauber ready. Mit mehr Zauberpower und mehr Pickt euch in den Arsch mit Feuer.
Das waren die Großbadbrüder, ja? Da hau ich zig Tränke raus. Went well, I thought. Maybe you'd consider working together for a spell. Oh, das ist eine Menge, ja? Give a gift for this kind of work. Thanks. Once is enough. So long. Ich habe zuerst Gewissensbisse, die Quest zu machen, aber drei Typen, die in so einer Grotte wohnen, sie können nichts Gutes im Schilde führen. Überlegene Kartesche. Ah, die stumpfen Waffen, die können Mac. Auch kein Schwein. Aber wir haben hier unten echt eine Menge alchemistische Rezepte bekommen. Wir müssen mal wieder die ganzen Kackfälle. Oh! Verkaufen. Alter, erstmal Bärenrüstungsset hier. Ich meine, damit können wir jetzt nicht so viel anfangen als Greifen-Set, aber. Wer hat? Der hat. Hat er nicht? Hat er doch. Ja, da liegt Loot, ich weiß, aber das sind nur 30 Schwerter, die wir da gedroppt haben. Neben mir sitzt doch niemand. So, wir haben immer noch eine Quest in Skellig. Last Wish. Und da haben wir auch noch eine Quest. Neue Quest, aber eine Quest. Aber ich fand die Quest mit dem Werwolf gestern einfach so unglaublich gut. Die könnte ich glatt nochmal machen. Also wenn wir noch einmal einen Synchronsprecher in dem Spiel finden, der so eine geile Performance hinlegt, ne, dann wichse ich die Kamera voll, das schwöre ich euch. Jetzt haben wir wieder 43 Minuten Stream gehabt, ohne ein Drop Frame. Ich meine, Unit Media, please. Was soll denn das? Ja gut, Geralt carried ja alles hier. Nur den Werwolf fand ich besser gestern von der Performance als Geralt. Ich glaube aber, dass der Synchronsprecher von Geralt das locker hinbekommen hätte, weil die Rolle einfach viel, viel kürzer war, die er da gesprochen hat. Gestern der Werwolf. Das ist Fritlock aus dem Chat. Ich dachte, das wussten inzwischen alle. Hey, wie kann ich euch helfen? Could ask you the same. Places like this. Fritlock, wink mal in die Kamera. Necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll Danke, Fritlock. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Ed? Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you think on it, it makes sense. All right. You lead the way then. Wir haben voll viele Beschützerquests gerade an. Hey, boah, ist das dunkel hier. Wow, das ist eine ganze Ghoul Family. Da ist sogar noch was. Was ist das? Eine Modehaut? Wenn das eine Modehaut ist, dann machen wir die Wombo-Kombo. Das ist so ein Monster-Dingsy. Ich
Ich habe mich gerade selber gesprengt, quasi. Quasi? Nein, fuck. Ich habe mich gerade selber gesprengt. Ich dachte, der überlebt das Feuer und fackelt ab, aber das Feuer war so viel Instant Damage, dass er geplatzt ist und mich gleich mit in den Tod gezogen hat. Super Skill, Jeff. Fuck it. Und warum haben wir eigentlich noch nicht Freitag, Alter? Hey, where you going? Naja, Inventar war schon richtig. Korrekt. Das waren jetzt Witcher-Moves hier. Meine Fresse, ich will den da hinten nicht anvisieren. Er hört einfach nicht auf. So viel Nekrophagen haben wir, Alter. Bis den beiden noch voll gut geht. Alkohol. Nicht in die Wand, Alter. Das ist voll unfair. Dann haut ihn halt in der Wand tot. Könnt euch helfen, aber ihr seht so aus, als seid ihr mit dem Wandkampf völlig zufrieden. Naja, ich höre euch trotzdem mal. Last one. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful. And will be for long. Folk are generous with gratitude. Not so much with coin. Oh, aye. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Here... for you. Thanks. Farewell. Ich spiele auch gar nicht auf Deutsch, Mann. Boah, immer dieses Where you going? Wir sind doch gar nicht mehr in der Quest drin, Mann. Die sollen mich hingehen lassen, wo ich Bock hab. Ja, was ist das denn? Die Secret Loots. Eine Runensteine verstecken. Ah, na dann. Na dann. Verzeihen wir dir natürlich. Auch wenn wir dich nie verteufelt haben. Also irgendwie glitscht hier wieder so eine Gegneranzeige rum, ja? Mehrere. Fucking Kartoffelbubbelisten. Mal wieder die Rüstung. Oh, Dimitherium-Erz. Nice. Na gut, dann gehen wir mal zu Yen. Seht ihr, habt ihr mal wieder eine Glanzleistung gemacht. Erstmal jemand vergrault. Ihr habt auch eine Quest. Can I have a word? I serve the goddess and her flock. What can I help you with? What's with the horseshoes? Those who wish to race in the hero's pursuits, hang them there. At a series of races? Can outsiders sign up, or is this a closed event? Freya sees no insiders, no outsiders. Haben wir schon gelernt. Any man can pay tribute by risking his life in the pursuits. Our races differ from those on the continent. We are beholden to one rule alone. First across the line wins.
Sometimes he's the swiftest, other times it is the one who knocks his opponents off their mounts. Explains the name. There an entry fee? Courage. If you do not like it, hang a horseshoe. Winner get a reward of any kind? He covers himself in glory, basks in proof. Da bin ich dabei. Was hoping for something a little more tangible. To us, such things matter least. But yes, the winner receives something to remind him of his feat. At times, Zero, danke, ich werde es mal korrigieren. Shield. How about that? See, you can be practical if you want to. Bit of exercise never killed anyone. So, where are the races held? The first three on Ardskellig. Whoever wins each at least once returns here to Hindisfjall to face last year's best rider in a final pursuit. Gotcha. What's his name? You mean hers. Astrid of Spikarog, known as the Vipress. Lovely as monikers go. And completely deserved. Good luck, Witcher. May your deeds bring the goddess pleasure. Machen wir später. Fräulein. You're a watcher? I see and right. Yes. So viele Quests hier. If you're willing. Some manner of evil prowls about. Got us scared to venture out of the village. Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets. Nein, Augustarius. Costchays and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the council of Freya's priestesses, we would. But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Sverre insisted, mustered a crew, and only four came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Klar. Let's talk about my reward. You want to bargain? How would you count it? Height in hands at the withers, or...? By species. Drowner's less than a cockatrice. Uh-huh. But we've no notion what prowls the high road. What do you say you cut it down and then we'll talk? We pre-agree a price. Define a bonus for unforeseen risks. So, how much? Have it your way. Tis your neck on the line. I'll tend to the monster. Not your first, that's clear enough. Mann, ein Joke, Augustarius. Das steht da einfach nur noch drin vom letzten Mal. The four survivors. Aber wäre schon geil. Aim to talk to Sphera. Maybe it ain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. A hut? Holy shit. Wir unterbrechen die Sendung für eine wichtige Durchsage. Frit Lockwood hier nach 5 Euro Donaten. Um den ganzen Text zu verwenden, kommt noch etwas. Also klar. Das hatten wir noch nicht, ja. Das war neu. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt noch was, ja. Ritlock, lass dich nicht nötigen, ja. How can I be of service? In times like these, don't pay to save coins on weapons. Show me what you have.
Eishändler. So long. Naja, aber wir haben ja genug Tragekapazitäten. Halb so wild. Ich will hier nichts klauen. Aber ich will in die Taverne und mit ihm reden. Greetings. Greetings. Show me your wares. Show me your wares. And now, give me bares. Ich kann dir meinen Schrott gar nicht verkaufen. Doch, kann ich. Hat's noch gerade eben nicht angezeigt. Angel. Werde ich nie wieder vergessen, ey. Angel. Fucking Angel. So long. Bam. Greetings, impressive tavern. Tavern? This ain't no tavern. It is the House of Warriors. The House of Warriors. So what do folk do in the House of Warriors? Fight? At times, one will take the other and give him a good slap in the eye. But mostly, folk come here to drink, eat, warm their bones by the fire, chatter a bit. Maybe listen to a skald bay to the moon. About what folk do at a tavern? Ah, ye Continentals don't understand a thing. Wie sich gut redet. We need some of our mead. Brewed wisdom at us. What are you peddling? Let me have a look. Oh, keine Gewinnquarten. Farewell. Ich hasse diesen deutschen Ausdruck, Mann. Gewinnt. Fucking Gewinnt, Mann. Klingt aber viel besser. Haben die hier noch selber Quests so? Söhne und Töchter der Freya, wie das denn ja vergangen, dem Morgwag in den Gärten der Göttin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, dieses hier hätten wir den Auftrag bekommen. Aber der ist schon erledigt, von daher. Hey, aber hier haben wir dann auch einen Schmied, wo wir die letzten Reste loswerden können. From barrel hoops to blades, I've got it all. But I'm guessing you're more interested in blades. Holy shit. Show me what you got then. Na gut, Siro, damit du deinen Willen bekommst und außerdem, weil es lustig ist. Weil Jeff jetzt bestimmt jetzt wieder anfängt zu lachen und sagt, ihr seid solche Pimmel und dann weiter lacht wie so ein Bob. Ihr seid solche Pimmel. Oh Mann, ich bin so ein Bob. Ach, eine bessere, der Tod von oben, Mann, eine bessere fucking Armbrust, ja? Sag mal, ich kann ja auch nichts verkaufen für ein bisschen Monetens. Ein Wob? Ein Bob? Du bist ein Bob, du Wob. Blöder Knopf. So long. Fair win. Geil, Alter. Plus ein Schaden, Mann. Eigentlich will ich ja die Yen-Quest machen, deswegen sind wir hier. Was sagen denn die Frames? Die sagen alles gut. Und so weiter. Yo, Yen. Was ist hier denn? Accursed wench. Ach da! Always did know how to win, friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Far Ipsis. A specialist on djinns. Heard of him? I found a tome he penned in the Emperor's library. Far Ipsis set off for Skellige one day and was never heard from again.
I asked some of the local folk. Some here still remember him. No? Why are you even interested? Djinns are dangerous sometimes, and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. You sure this mage actually had a djinn? His book strongly suggests he did. He describes taming one, harnessing energy from its power. Nowhere to look for the mage and the djinn? The locals say they last saw Amos's ship off the coast of Hindustan. The Menge. Just before a once in a eon storm broke. Dad will find them then. Aber ich werde bald die nächsten Packen hochladen. Food and the djinn escaped. Not necessarily, but even if it is so, I'll not give up without seeing some evidence. Hast du schon alle 11 Folgen gesehen? I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Since you put it that way, fine, I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. Alter, du bist voller Suchtel. Suchtel, du Fuchtel! See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. So, aber hier machen wir für heute auch einen Cut. Grund dafür ist die voranschreitende Uhrzeit und der Fakt. Nein, Mann, Skype, fuck you. Das macht Skype in letzter Zeit immer wieder. Irgendwelche komischen Sachen in die Hand drücken. Soll die Fresse halten. Fucking Skype. Ja, ich sage hier mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Morgen ist so der letzte der Woche. Donnerstag, Freitag, Berufsschule. Ah, ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns.